Herzlich willkommen hier. Hallo, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei 7D. Schönen Dank für alles Reinschauen und liken und abonnieren. Wir werden nochmal kurz was essen. Wir sind erstmal etwas hungrig. Das heißt, oh, da ist ein Zombie. Ja, was beißen. Und zwar haben wir hier Hütenrationen mitgenommen, ne? Oder gefunden sogar. Also erstmal zwei davon nebenbei, dass wir Hunger gestillt wird, kriegen wir auch Wasser. Und was genauso wichtig ist, wir bekommen auch Gesundheit zurück. Also wir werden dadurch geheilt. Ich suche mal noch das Päckchen, noch nicht gefunden. Aber das tut schon sehr gut. So. Der Balken füllt sich langsam. Ist gut. Ansonsten Wasser brauchen wir auch noch. Boah, wir haben mal hier ein bisschen Saft trinken, ne? Den haben wir gefunden. Ja, die Männer kommt näher, dass wir Durst haben, ne? Das wäre äußerst schlecht. Ach, hier haben wir noch ein bisschen Katzenhundefutter. Oh, das nehmen wir auch. In der Zeiten der Apokalypse essen wir alles, ne? So, ich suche mal noch mein Päckchen. 12 Meter. Schauen wir hier nach. In die Richtung. Treppenhaus. 2. Ja, wo das wohl sein könnte. Ich vermute mal ganz stark. 4 Meter. 4, 1, 2, 2. Hier hinter oder so, ne? Oder hier runter. Das haben wir schon gehabt. Das wäre zu schön, um wahr zu sein, ne? Ah, ne, ist nicht. 3 Meter, das muss hier irgendwo sein. Also ich weiß nicht genau wo. Hier runtergefallen, ne? Ungünstig, nachlang ungünstig. Ja, ist nicht zu finden. Bin ich blind oder ist halt nicht da? Das ist auch nicht. 10 Meter. Das ist verdächtig. Das ist aber nicht so logisch. Ja, auch nicht. Das müsste eigentlich so macht, hier das Ding hinstellt. Dann kann man das auch natürlich die Kappen ansehen, ne? So wie jetzt hier. Wenn das Päckchen da auch zu sehen wäre, dann wäre es auch zu sehen. Wir gehen mal einen auf eine Höhe. Treppenaufgang. Dahinter vielleicht. Traurig gewesen. Ich möchte das gerne vorfinden, bevor wir uns überall vorpirschen und suchen. Das wäre äußerst blöd. Wenn wir zum Schluss das Päckchen suchen müssen, ne? Hier ist gerade nicht bei, aber man weiß ja nie. Und draußen die Geier, die sind. Schön, schön Helm. Ne? Da oben. Viele. Wo könnte das Ding sein? Jedenfalls nicht. Empfangshalle. Wir gehen mal weiter. Schon, oh, schon früh um 5 Uhr, das ist schön. Bestimmt werden wir das Päckchen durch Zufall finden. Also meistens halt so. Machen wir die zweite Etage sauber.
der Lift. Hier wollen wir weitergehen. So, hier sind wir angekommen. Hier waren die coolen Dinger drin immer. Viele. Aber das soll dann nicht uns hindern und weitergehen, ne? Ganz dicht. Kann so nicht vor Hallo sagen. Wie sich gehört. Krankenschwester. Medizin. Den anderen Weg, wa? Machen wir Tür zu. Ein Schuss. Offentreibung her. Muss eine Wanderhorde sein noch nebenbei. Bäckchen? Weit weg. Bin deswegen enttäuscht. Und alles kaputt, da muss ich da langlaufen, Mensch. Oh, ich muss viel Wasser trinken, viel Wasser. So. Also sind durchgelaufen, hier da vorne. Die Brüder sind einfach hier durchgelaufen. Und dadurch. Da ist aber ziemlich gefährlich. Da muss ich ein bisschen mir Platz schaffen. Das Verkehrte. Aber dann mache ich mir auch so einen aus. Ja, da wird reichen müssen, ne? Na,
vor der Beton geht da gar nicht mehr, ne? Blei ist so wichtig. Der möchte ich auch nicht. Sich festgelaufen, immer nicht schlecht. So. So, weiter geht's im Geschäft. Noch kein Päckchen gefunden. Das Päckchen entfernt sich leider. So, nicht runterfallen, ne, mal zumachen. Tja, hier waren sie auch bei. Gerade was bewegt, glaube ich. Ich muss jedenfalls hier weiter. Wir nähern uns hier dem Päckchen, das muss doch irgendwo sein hier. Oh, hier. Ich glaube, die wollten flüchten. Na, hier geht's weiter. Mal gucken wegen Päckchen. 28 Meter, 24, 21, 18, 17. War ja auch mal Glück, ne? Dass er irgendwo hier ist. Vierzehn. Drei Punkte, das ist super. Brauchen nämlich 19 Meter in der Richtung. Dass die runterfallen, das gefällt mir gar nicht, weil nämlich die muss ich ja wiederfinden, ne? Bleib stehen, du. Lass dich erschießen. Also ich habe mal ganz kurz meine Werte aufbessern. Ja, das ist nicht schlecht, aber das können wir rausnehmen. Und Zement können wir auch hier lassen, nicht notwendig. Papier auch. Das dann können wir auch hier lassen. Wir erstmal was. Das können wir auch hier lassen. Das bringt nicht viel, nur 5. Insgesamt von 15, nicht viel.
So, mal rüberlaufen, ne? Hier ist die Tür offen. Nach unten können wir gehen, nach oben nicht. Na gut, nachladen auch. Was ist denn jetzt hier? Ja, halt mal Wache hier. Ist günstig. Das wird jetzt aber knapp. Müssten wir bald. Oh, 50. Mein letztes Sunny-Paket. 65, 67, das ist richtig knapp. Nicht so gut. Hier, dann noch mal eine Tablette nehmen. Ja, jetzt geht es ein bisschen aufwärts. Tabletten kann man leider nicht so oft nehmen, dann verpufft die Wirkung. Leider. So, was haben wir hier Schönes? Öffnen. So, dann nehmen wir raus. Tablette, ja. Und der wieder her. Also warum nicht? Anscheinend wird für diesen Päckchen immer nur die Richtung angezeigt, aber nicht die richtige Höhe. Können wir mit Glück ruf, Glück, dass wir mal so ein Ding finden. Ne? Na, ein bisschen zurückziehen. Sind die auch so schnell, einige sind so schnell. Und einige sind so grün. Die sind noch blöder. So, 23 Meter. Ja, wo könnte das Ding sein? Na, ob wir was wissen finden hier? Bücher? Ah, kennen wir schon. Kennen wir auch schon. Geld und ein bisschen Pokal, Messing. Nochmal Messing. Zerlegen. Können wir auch zerlegen. Dürfte auch Messing bringen. Zerlegen. Zerlegen, so Eisen. Dann lernen wir einfach, obwohl ich nicht müsste. Ich kenne es ja schon, aber ich brauche den Platz. Mein XP wird das nicht machen, ne? Also deswegen ist das nicht so notwendig. Aber bringt bisschen was, nicht viel, aber zu essen? Nö. Nö. Ich bin enttäuscht. So, Päckchen. Müssen wir hier weitergehen. Die Lampe zeigt mir den Weg. Geier, wenn du Geier siehst, erstmal schießen. Ja, hallo, hast du hier?
Päckchen und Zombie voraus. Ich hoffe, das Päckchen mal finden. Hier sind 10 Meter. Das könnte bald mal sein, dass wir das Päckchen finden. Aber wo? In der Richtung jedenfalls. Es könnte theoretisch irgendwo sein. Dach. Wir lassen mal kurz hier wieder reinkommen, die müssen durch die Wand durchschlagen. Zur Kelle. Und dann kommen sie ja nicht rein gleich, dann müssen wir mal ein Feld, noch ein Feld machen. Da könnte sie rein theoretisch leicht erschießen. Theoretisch. Und nachladen. Wieder voll geheilt, das ist gut. Na, wo wollen die denn rein? Ich sehe auch nichts, wo sie irgendwo kaputt machen, ne? Oh, hier. Wie ist das? Jetzt haben wir diese draußen irgendwo. Oder 10.000. 10.000 mit der Axt. Ne, nee, danke. Da nützt ja auch nichts, ne? Sei mutig, geh raus. Oben. Wahnsinn. Ist hier ein Nest. 12 Uhr. Flieger kommt. Mein Päckchen. In der Richtung. Ja, hier ist ein Lift, ne? Gehen wir hier lang. Da müssen wir hoch. Päckchen ist weit weg. Ich denke mal, da werden wir durch Zufall finden. Da haben wir wieder Geier hier. Bestimmt. Du willst Zombies kein Hirn haben, ne? Piepst dann wieder näher und wieder ein Päckchen. Wir wieder hier. Zwei Stahl. Päckchen geradeaus, 10 Meter. Sieben Meter. Wahnsinn. Päckchen wäre in der Ecke. Rein theoretisch.
Bei mir ist nichts. Dann wird es ja auch nicht sein. Bäckchen ist dem Ende. Vielleicht ganz oben, wer weiß. Viel Müll, auch nichts drin. Hier, warum kommen wir hier? Ich sag mal so, das Päckchen ist zwar schön, aber da? Ne, da nicht, da wird ein Symbol da scheinen. Junge, hast du keinen längeren Rock? Es gibt Dinge im Leben, die muss man nicht sehen, ne? Meine Erfahrung, da oben ist viel los. Flugdeck ist immer was los. Da die Soldaten hier. Und tschüss. Hauptsache, die bleiben nicht. Die fahren nicht runter. Die Grünen sind besonders aggressiv, ne? Oder beziehungsweise sind sehr, 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 naja, langlebig, kann man sagen, ne? Die sterben so schnell nicht. Kriegen auch viel XP deswegen. Hoffe ja insgeheim, dass ich hier mein Päckchen irgendwo finde, ne? Bisher keinen Erfolg gehabt. So, Zuschauer, bevor es hier weitergeht, sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ich glaube, schönen Dank fürs Reinschauen und hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn ihr Lust und Laune habt, hier muss ich noch hoch und da muss ich hoch, um da noch die letzten Dinger zu holen, ne? Und ausschalten. Und tschüss und ciao, ciao, bis dann und bye bye.